Herbert Müller möchte also, dass seine Mannschaft sich auf sich selbst konzentriert und gar nicht so sehr schaut. Macht 0 aus 3, kann eben auch einen Einfluss haben. Wird interessant sein, welche Taktik er wählt, aber ich schätze auch, dass Henk ein Typ ist, der erstmal seine Spielerin auf ihre Stärken einstellt. Oh, tolle Gegenbewegung von Hamer van Krij und direkt der erste Treffer für die Gäste. THC kann aber sofort nachlegen und ausgleichen durch Jennifer Roth. Also sofort Tempo drin in diesem Duell. Kaum habe ich es gesagt, fällt der nächste Treffer. Da kann ich mir gar keine Strichliste machen. Was ist denn da los? Die Halle in Bad Langensalza, die Salzhalle ist natürlich voller. Stark gesehen, aber auch noch besser gehalten von Sarah Wachter, der Nationaltorhüterin. Gut durchgesteckt von Sonja Frei, aber die nächste herausragende Parade von Sarah Wachter. Ist, glaube ich, auch keine leichte Entscheidung, easy, wenn man dann eine Torhüterin wie Tess Lieder auf der Bank lässt. Gelegenheit für den BVB, sogar mit 3 Treffern in Führung zu gehen. Generell ja die Offensive, ich will nicht sagen das Problem dieser Mannschaft, aber in der Situation auf gar keinen Fall. Wieder Hamer van Krij und Stil von Alicia Stolle und Merit Ossenkorb. Macht den. Oh, 5-1, 5. Minute. Hier sehen wir nochmal den Treffer Ossenkorb. THC versucht sich richtig durchzukämpfen und das gelingt. Johanna Reichert, ich habe es ja vorhin gesagt. Und auch wichtig, dass sie diese Spiele gewinnen, denn der Spielplan ist auch nicht unbedingt der allerleichteste, aber das war ein verhältnismäßig leichtes Tor. Herausholen als Gegner und die Zeitstrafe noch dazu. Ja, das ist einfach das Timing entscheidend. Hat man jetzt gerade auch wieder gesehen. Jetzt werden sie sehr offensiv, wenn aber der angreifende Spieler hat dann auch gegen die Slowakei die beiden Länderspiele nicht mitgemacht. War zwar zu Beginn beim Team dabei, aber kam nicht zum Einsatz. Also die Chancen haben sie ja in diesen ersten 10 Minuten. Ein bisschen vorherzusehen, dieser Abschluss von Alicia Stolle und Johanna Stockschleder. BVB agiert wieder mit der Einläuferin, mit Merit Ossenkopf. Das ist 4 Platz für Hamer van Krij. Das gelingt dem THC dann noch nicht nach dieser Kreuzung. Die setzt sich dann auch gut durch. Aber Johanna Reichert scheitert an Sarah Wachter. Der Schiedsrichter ist Ofen, passives Spiel, aber das interessiert Carmen Campos nicht. Die macht den einfach rein. Ich glaube, es ist auch wichtig für den BVB, immer so einen kleinen Abstand zu halten und Thüringen nie zum Ausgleich kommen zu lassen, weil das ja auch ein bisschen was verändert an der Stimmung in der Halle, aber wohl die Gefaulte nicht selber werft. Hast du immer selber geworfen? Ja, also ich glaube, das ist ja nur eine Sache im Kopf. Wenn ich mir nicht wehgetan hatte, dann ich gern. Herr Gruner, traut ihr das zu und gibt ihr das Vertrauen? In der Regel oft in der Deckung auf halb im Einsatz. Da waren sie ein bisschen zu passiv. Ja, aber ganz starker Wurf. Sie wirft rechts in der Abwehrsperre vorbei und zieht ihn ja. Ah, tolle Bewegung von Haruno Sasaki. Ausgetanzt. Die Idee war gut, funktioniert aber überhaupt nicht. Lisa Antl trifft. Oh, wichtig für den BVB, mal wieder auf einen zu verkürzen. Ja, das ist oft ein schmaler Grat, diese Schrittfehler. Also man pfeift da, glaube ich, auch als Schiedsrichter ein Stück weit nach Gefühl, weil man ja gar nicht so schnell immer alles mitziehen könnte. Ohoho. Ja, das ist wirklich ein ganz mieses Tor. Und Lena Hausherr auf Außen. Oh, das ist ein schicker Pass. Der geht rein tatsächlich am Ende. Ich war mir nicht sicher. Bruno Sasaki. Schön insgesamt aufgelöst, die Situation vom BVB. Viel Platz für Nathalie Henrikse. Nein, Ida Gulberg ist es.
Arm ist schon wieder oben. Alicia Stolle, das kann sie ja. Manchmal habe ich den Eindruck, sie traut sich gar nicht. Mit viel Anlauf sofort die Antwort des THC. Ja, Alicia macht es vor allem gut, weil sie über die wirklich Halbposition kommt. Nicht zur Mitte rennt und wirft, sondern eben wirklich breit kommt. Und der nächste Treffer von Stolle, diesmal über den Kreis. In ihre Form findet. Das war aber ein super Anspiel. Ja, der war hinter der Linie. An dem Pfosten im Tor. Stolle wieder mit Anlauf. Genau das, was du gerade auch angesprochen hast, beim BVB eingeführt. Sie greift heute noch nicht so richtig. Ja, oder sagen wir es andersrum. Der THC macht sehr clever. Das war sehr clever gemacht von Lisa Antl. Toll. Der BVB braucht offensiv wieder Lösungen. Eben kam die zum Beispiel über den Kreis. Erneut Lisa Antl und so richtig Niederwieser vor allem. Ja, aber es sind 20 Minuten, es ist ein Tor, also es ist noch so viel Zeit, da darf man Fehler machen. Und da ist der Ausgleich, hatten wir lang nicht mehr. Und das hat sie eben jetzt sehr gut gemacht, Lisa Antl in mehreren Situationen die Sperre gestellt oder eben dann auch angespielt worden aus der Sperre raus. Und ist deswegen ein entscheidender Faktor, warum sie wieder... durchgetankt. Zusammenspiel, Rückraumkreis beim BVB gerade richtig gut. Auf der anderen Seite Tess Lieder direkt mit dem langen Pass auf Lena Hausherr. Und die mit dem feinen Lupfer. Plus zwei Borussia Dortmund. Da ist die Führung. Dann pickelt man halt auch die Arme vorne. Jetzt ist das Entscheidende dran, dass sie die Hände auch weg haben muss. Gut über den Kreis gespielt und noch besser abgeschlossen. Und tut das auch. Wieder Lisa Antl. 38 Sekunden haben wir gerade mal kurz ein. Wir sehen auch unten, die Grafik passt wieder. Und das ist die Führung für den BVB durch Hammer van Krij. Tolle Bewegung. Es wird vielleicht die letzte Aktion sein, Henrikse. Und Tess Lieder hat den. Borussia Dortmund wird dieses Spiel gewinnen mit 30 zu 29.